So, Rückspiel Barcelona gegen Bayern München. Entschuldigung, bin gleich. Trainerbesprechung, kurz. Halt. So, ich erkläre unseren treuen Fans, wie die Ausgangslage in diesem Match ist. Ja, die Ausgangslage besagt, dass Bayern München daheim 1:3 unterlegen ist gegen Barcelona. Ja, aber verletzungsbedingt ist ein Spieler nicht dabei. Wir. David. Ah. Ist denn schon ausgemustert? Ja, ich muss ja, wenn ich schon Testspiele habe, muss ich es ja austesten gleich. Ja, ey. Irgendwer muss ihn ja verlieren dabei. Na, verletzungsbedingt nicht, sondern er ist schon abgereist zu seinem neuen Arbeitgeber. Ja, das muss ich mir nicht so schlecht. Haben wir ja schon gesagt, wir haben ja schon die Transferbombe platzen lassen. Ja, aber wir müssen sagen, dass er sich nicht einmal selbst der Testmatch anschaut. Na gut, also Stand der Dinge, Bayern bräuchte 3 Tore auf jeden Fall. Ist mal egal, ob Barcelona einschießt oder nicht. Cool, Thomas. Da hart los. Er kann ja Tore schießen. Drittes Tor. Auch für ihn entwickelt sich zu seiner besten Saison. Obwohl es am Anfang nicht so ausgesehen hat. Am Anfang hat er sich gedacht, ah, war das ein Fehler, zu so einem großen Verein zu wechseln. Ja, man sagen, eigentlich von der Bank in den Stamm, er wird gespielt. Oh. Okay. Hast du da gesehen, dass der zwei draußen war? Na, das war abgerissen, wollte ich nicht so machen. Oh. Ach, das auch. Mein Scherz. Na, das war jetzt. Das war. Oh. Ja, Franke, beim Halbfinale war er ja schon einmal. Hast du Leute im zweiten Rang auch was geboten bekommen? Ist auch der einzige Spieler, den das ein zweites Halbfinale ist. Ah, nein, stimmt nicht. Blödsinn. Bayern war ja schon im Finale. Entschuldigung.
Boah, schön. Gott sei Dank. Boah, Gott sei Dank. Ist da nicht mehr draus geworden. Aber die Bayern wollen es, das sieht man. Oh. No. Wunderbar. Scheiße. Hat er schon gemacht, das Heber. Auch sein drittes Tor. Aber das mit dem Heber checke ich noch nicht ganz. Ehrlich, wollte ich Heber machen. Oder ist das L? Na, das ist L, gell? Ah, L, nicht R. Ist vielleicht eh besser, dass ich es lasse. Na, eines fehlt jetzt noch. Da haben sie die Auswärtstore von Barcelona aufgeknackt. Dann muss auf jeden Fall auch Barcelona einfach schießen, um es in die Verlängerung einmal zu bezahlen. Ah. Oh. Oh, ich dachte nur, Fangi mal war im Abseits. Danke. Hätte trotzdem nicht zählen dürfen, weil ich ihn schon herangenommen habe. Oh. Fangi mal. Richtig gut heute. Oh. Wollte ich gerade schießen. So, wenn ja, ich wuchte dich der Schuss. Vier Assists schon gemacht mit dem Fenster. Wenn die Assists gehen. Ja, und das ist sein letztes FIFA, wo wir ihn regulär sehen. Außer er kommt als Legende zurück. Oh. Ja, der muss heute wirklich die Ruhe bewahren. Barcelona ist sehr, sehr unter Druck hier. The referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Starke Bayern-Hälfte hier. Einen Wechsel bei Barcelona. Oder? Ja. Oh.
Was ist los mit ihm? Was ist los mit dem Fahrer? Was ist los mit Fahrgemäuer? Ganze Zeit habe ich mir gedacht, Alter, der ist so schwerfällig, der bringt nichts zusammen, Alter. Oder hat er sich erst bei Bayern einspielen müssen? Oh. Scheiße. Oh. Shit, das wollte ich nicht so. Halbe Stunde geht's noch. Nein. Ei, ei, ei. Alaba. Nein! Puh. Alter, das eine Tor wird doch noch möglich sein. Unglaublich, wie sie heute spielen. Das muss ja drinnen sein. Minuten noch hier. Oh, schon. Nein! Yes! Yes! Alter, raus mit ihm jetzt! Raus mit ihm, Alter! Okay, wie könnte ihr der Retter für Barcelona sein? Aber jetzt kam es gegen Stragosa. Und er hält ihn! Ah, das wird sie nicht so schwer. Unglaublich. Das wollte ich noch verziehen, aber. Scheiße, scheiße, scheiße.
5 Minuten noch. Substitution for FC Bayern Munich. Coming off the pitch, number 11, James Rodriguez. To be replaced by number 10, Mesut Özil. Oh, schön, Dennisy. Oh mein Gott. Und ich dachte, Thomas hat ihn und wollte aufschießen, da was. Ach so? Und das hat der übernommen. Oh mein Gott. Und hat genau ins Tor geschossen natürlich. Jetzt ist Bayern durch. Oh. Außer sie gehen noch ein beschissenes Tor. Mann, das war's. Bayern dreht über die hier. Alter. Ja, Bayern zum zweiten Mal im Finale. Aber das sehen wir beim nächsten Mal hier anscheinend. Die Wiederholung hoffentlich einmal ganz, weil jetzt ja.